Hallo? Sag, hallo zu meinem Baby. Einem Nissan Skyline GTR R34. Meiner ersten großen Liebe. Ja, das wird mein Baby sein. Spart, um ihn so einem Kerl an der Westküste abzukaufen. Hatte dann aber Angst, ihn im Rennen zu fahren. Er ist eben etwas ganz Besonderes. Und du willst ihn wirklich aufs Spiel setzen? Ich meine, er ist wunderschön. Ihr wollt ihn? Holt ihn euch. Drei Rennen gewinnen und absahnen. Ja, da werden wir mal gucken. Ich denke mal, wir werden ein neues Auto haben. Ja, wir sind jetzt schon große Fresse. Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Komm, ich muss mal vorbei hier. Ich habe Termine, ich habe keine Zeit hier langsam zu fahren. Wenn ihr Zeit habt, dann fahrt ruhig langsam, aber ich kann es nicht. Alles klar, jetzt langsam fahren sollen. Ups, na gut. Ja, und wir kriegen ja jetzt den Nissan. Ich hoffe, wir kriegen auch ein Teil. Mal gucken, ob wir auch ein neues Teil bekommen. Wir haben ja neue Teile bekommen, was ich direkt verbaut habe. Einmal ein neues Lüftungssystem war dabei und Kurbelwelle. Ja, und dann merkt man schon, ne? Läuft sauniger. Läuft sauniger, das gute Gerät. Der gute BMW. Ja doch, genau so war es geplant. Genau so war es geplant. Und nicht anders. So, und heute können wir mal eigentlich wieder Offroad-Rennen fahren. Ah nee, wir haben ja die Rivalenrennen noch. Ach, da war ja was. Wir müssen ja noch die Rivalenrennen fahren. Haben wir auch noch vor uns. Da waren ja auch noch ein, zwei offen. Sag mal, bremsen die? Ja, okay. Richtung Süden fahre ich irgendwie besser. Ja, ich hätte bremsen können. Ich weiß. Aber er bremst verliert. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch, wie es läuft. Mir habe ich das Gefühl, der hat gar keinen Bock mehr zu bremsen, ne? Liegt nicht an dem Fahrer, ja, das liegt an den Bremsscheiben, die sind schon kaputt. Brauche neue Bremsscheiben. Okay, ich überlasse dir den Sieg. Ja, die Sprüche, ne, am Anfang waren ja immer ganz cool, aber irgendwie sind die jetzt schon ziemlich nach der Zeit, also naja. Die sind cool, Mensch. Boah, so gar keine Ahnung. Blöde Kuh. Mir doch egal, wer gewinnt. Ich ja leider nicht. Ja, es könnte knapp werden bei mir noch. Aber gerade so geschafft. So, ich denke mal, jetzt kommt noch ein Trailer. So. Achso, nee, kommt kein Trailer. Alles klar, es kommt kein Trailer. Kein Trailerpark. Gut, okay. Ja, noch zwei Siege. Dann sind wir, müssen aber langsam hinmachen, weil... Wie sieht's denn aus? Wir müssen hier unten noch die zwei fahren. Ja, und das war's. Wir sind dann durch. Wir sind dann wirklich durch. Okay. Ich verstehe halt immer noch nie, wieso hier ein Ausrufezeichen, was das bedeutet. Ah, na gut. Okay, dann fahren wir mal hier runter. Ganz gemütlich.
Oder wir haben auch nie hier oben irgendwo noch ein Rennen vergessen. Ich schreibe mir das mal bitte nie. Es würde mich jetzt echt mal interessieren, was es bedeutet, dass die Ausrufezeichen und wieso das zum Beispiel ausgefüllt ist von der Farbe her und das nicht mehr. Da seht ihr ja das Emblem hier. Das hat so einen Kranz und das Ding ist hier mit einem Kreis ausgefüllt. Wenn ich das mal alles hier wüsste, Nash, dann wüsste ich das. Haben wir irgendwo noch ein Sammelobjekt? Sind halt nur noch, ja gut, hier haben wir Flamingo Ingo. Oh, hier haben wir zwei Tags. Sollen wir da nochmal einen Abstecher hinmachen? Ah ne, wir machen dann in der nächsten Aufnahme, machen wir dann hier oben ein paar Rennen. Da ist auch noch Flamingo Ingo. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Richtung Rennen. Ich finde es auch sehr cool, dass bei den Tagrennen einfach mal so die ganze Bundesstraße einfach mal... Da war ein Kieselstein. Was? No, was? Wie jetzt neue Events verfügbar? Habe ich jetzt mit dem Trick irgendwas freigeschaltet? Dass hier alles gesperrt wird, nur dass wir ein legales Rennen fahren dürfen, weißt du? Und die Leute, die auf Arbeit müssen, ja auch Pech gehabt, ne? Die haben einfach Pech gehabt. Ich hätte eigentlich mal die Rampe fahren können, ne? Na gut, egal. Ey, ich habe aber das hier geschafft. 3 Sterne. Ich weiß nicht, was heute ecke ich überall an. Heute ecke ich überall an. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Hallo, Polende. Hallihallo. Ich darf das. Ist legal, was ich hier mache. Ist ganz legal hier mit 300 Sachen fast rumzufahren. Das ist so. So, dann schnappen wir uns den mal Tiger. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wer das ist. Ob das jetzt ein anderer Spieler hier das Rennen vorher gefahren hat, ob man hier gegen... ja, einfach so einen Unbekannten spielt. Oder vielleicht ein Entwickler. Der Entwickler hat hier eine Bestzeit aufgestellt. Man muss den Entwickler hier vielleicht schlagen. Würde mich mal echt interessieren. Ich mach die ganze Strecke hier kaputt. Naja, gut. Ich sage, ich feiere immer so die Videos, die mit Lenkrad spielen. Anfangen hier durch solche engen Kurven zu driften. Ohne irgendwas kaputt zu machen, ohne was zu berühren und sowas. Vor solchen Gamern habe ich dann schon ein bisschen Respekt, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, scheiße. Hätte ich besser ausfahren müssen. Na gut, egal. Mein Ziel ist es gerade ohne Mist, den Kilometer zu erreichen. Aber ich fahre gerade total scheiße. Ich will irgendwie nur den Kilometer irgendwie erreichen. Das ist so gerade irgendwie meine eigene Challenge. Der Rest interessiert mich gar nicht. Da haben wir den. Da haben wir den Kilometer. Geschafft! Jawohl! Guti Mutti! Da haben wir ihn auch besiegt, da haben wir hier unten jetzt noch ein Rennen. Ein einziges Rennen. Und da haben wir an sich alle Events sind wir dann gefahren. Das heißt dann beim nächsten Tag Rennen, also in der nächsten Folge in 2 Wochen, müssen wir natürlich noch weiter gegen die Leech fahren. Wir wollen ja das Auto haben, ne? Wir wollen ja den Nissan haben. Und dann werden wir einfach uns ein paar Rennen dann nebenbei noch raussuchen. Ne? Dann werden wir gucken, dass wir hier noch nebenbei ein bisschen offroaden. Hup hier nie. Das ist hier nie angebracht. So, okay. Ich bin mal gespannt, ob wir auch was dafür bekommen, dass wir die ganzen Rennen gefahren sind. Hoffentlich. Wäre schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jo, Raketenstart. Alles klar. Ich heb ab, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden, außer, oh mein Gott, mein dicker Hoden, okay. Jo, alles klar, viel zu früh eingelenkt. Viel zu früh eingelenkt. Da hab ich die Kurve nicht richtig gesehen, ne? Na gut. Ja, wieder meine Challenge, ne? 1 Kilometer mindestens. Ah, es wird eng. Oh! Wow! Da hatten wir kurz 1 Kilometer. Da haben wir den wieder. Ach, ich nehme die Bande einfach mit. Was soll der Geiz? Scheiß auf die Kurve, die brauchen wir. Die brauchen wir nicht. Wir fahren einfach durch. Das war jetzt mal wieder ein geiler Drift, ne? Der war jetzt gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Ah, das war dumm. Ja, okay, das habe ich verbockt. Das war richtig dumm gespielt von mir. Naja. Ich dachte, wir kriegen noch die 2 Kilometer.
Naja. Immerhin, immerhin. So kacke waren wir jetzt nie. Ah, da steht halt immer Bronze, ne? Spiel ich jetzt gegen... Ja. Aber ich kann ja auch nie irgendwie... Ne, die Rennen können wir auch gar nicht mal fahren, ne? Die sind wir jetzt durch. Aber kann man daraus nie gegen Silberfahrten machen oder dann gegen... Oh. Oh, Gold oder sowas? Goodie Moody. Das verstehe ich hier nie. Was das bedeutet. Ich werde das Rennen jetzt nochmal hier fahren. Und vielleicht sind wir da einfach nicht noch nicht auf dem ersten Platz. Kann natürlich sein. Vielleicht müssen wir einfach den ersten Platz erreichen. Ja, mal gucken. Das soll so. Das soll so. Genau so war es geplant. War nicht geplant, dass ich das kaputt machen kann. Genau so war es geplant. Ah, hier ist eine Krone, das verstehe ich halt nicht. Muss ich vielleicht das schlechtere Rennen fahren? Kann ich mir halt nicht vorstellen. Wir machen jetzt nochmal das Rennen. Irgendwie muss es ja gehen. Packe mein Auto nie an. Du Vogel. Ich muss mal durch. Hallo. Ey, hallo. So, ey. Lass mich jetzt durch, Mann. Ich hab Termin. Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Mädel. Okay, drei Runden. Okay, das ist, ja. Ist aber ein schönes Rennen, muss ich sagen. Gefällt mir. Schöne Strecke. Ja, man soll auf die Minimap auch nur gucken, wenn man weiß, dass man kann es gerade. Und nie mitten in der Kurve. Ne? Ist schon kleiner Survival-Tipp von mir. Bleiben aber, ne, die bleiben dran, die Leute. Ah, schade. Mann, die Bande doch noch mitgenommen. Ich dachte, wir kommen ganz nah ran. Geile ist, wenn ich den Nissan habe, bin ich ja an sich mit dem Projekt fertig. Ne? Ich habe ja, wie schon gesagt, in der Hinterhand einige Projekte noch geplant. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir dann natürlich in dem Moment dann den Nissan haben, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, wir können ja dann mit dem Nissan sozusagen nochmal
die krönende Runde dann fahren, irgendwie noch ein paar Rennen fahren und dann ist Schluss. Ne? Aber wir werden jetzt mal gucken, dass wir, sag ich mal, in der Nacht, ja, dass wir wenigstens alle Teile freischalten. Das würde ich schon gerne noch mitnehmen wollen. Den Nissan, logischerweise. Und dann würde ich gerne das Projekt dann doch langsam beenden. Weil so viel mehr gibt es halt dann nicht mehr. Ne? Also wie gesagt, sind ja dann immer wieder dieselben Rennen. Wird dann nach einer Zeit dann doch ein bisschen langweiliger. Auch ich denke mal für euch Zuschauer. Und sagt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt, wenn ich das sage. Ach scheiße, wir waren gerade beim Kilometer. Ah, das war gerade der dumme Unfall. Ah, schade, na gut. Den Kilometer kriegt man nicht mehr. Den Abstand kriegt man, glaube ich, nicht mehr hin. Na, schade. Dann ist es so. Jawohl, wir schaffen den, jawohl, da ist der Kilometer. Doch noch geschafft. Da haben wir doch noch den Kilometer gemacht. Hey, Hands up. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt nach Hause fahren. Wir können ja gucken auf dem Nachhauseweg, ob wir noch irgendwas finden können. Aber nee, ist immer noch ausgemalt. Ach, da leck mich doch. Nee, doch. Dahin. Da haben wir noch was. Das ist doch der Hammer, da haben wir doch noch was. Gudi. So ist die Frage, wird er bestimmt hier oben sein, ne? Ja. 4 von 5, guck mal hier. In der Umgebung fehlt uns auch nur ein Flamingo Ingo, ne? Da ist er. Ah komm, den nehmen wir auch noch schnell mit. Den können wir ja auch noch mal ganz schnell mitnehmen. Das finde ich sehr schön, dass mir hier eine Strecke... Hä, da ist eine Strecke? Aha. Ich glaube auch nicht mal, dass... Ja, ich glaube die Gebiete... Ob die noch zusammengehören? Ich glaube mal eher weniger. Da. Nee. Ach, scheiße, das ist hier ein ganz neues Gebiet. Das ist die ganze Insel hier. Nee, gut, dann. Dann fahren wir. Home Sweet Home. Oh, wieder repariert. Ich stellt euch mal vor, das würde wirklich so einfach gehen, ne? So, ich glaube, da können wir nochmal in 2000 Jahren drüber reden. Aber es wäre irgendwie witzig, ne? Wenn man dann einfach so durch die Straße fährt und das Auto wird dann in Sekunden repariert. So Nanopartikel, die sich dann wieder neu formieren. Und dann hinten zum Beispiel den Spoiler dann wieder ganz machen und sowas. Das wäre schon irgendwie witzig, ne?
Aber es ist halt auch immer die Frage, wenn man in so einer Welt angekommen ist, wo wirklich alles selber gemacht wird und wo es dann wo keine Menschen. Aber was macht man dann eigentlich, wenn Menschen nicht mehr arbeiten gehen können? Was macht man dann? So, stellt euch mal vor, ihr könnt halt nicht mehr arbeiten gehen, ne? So, weil alles nur per Maschine gemacht wird. Gut, es gibt dann noch die Wartung, aber das war's ja dann. Aber da hinten ist ein Kocher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und ja. Ihr könnt euch ja mal selber die Frage stellen, was wir machen, wenn alles nur durch Maschinen gemacht wird. Ja, bis dahin, haut rein und tschüss.